Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hogwarts Legacy. Wir werden uns heute den Raum der Wünsche, glaube ich, öffnen lassen von Professor Weasley. Wir gucken mal. Professor Weasley hat mich gebeten, Sie im Flur im 7. Stock des Astronomieturms zu treffen. Ein merkwürdiger Treffpunkt. Ich frage mich, was sie vorhat. Ja, schauen wir einfach mal. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Es sah noch ein bisschen unordentlich da drin aus, ne? Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden, indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Oha. Okay. Dann mal los. Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Ja, Moment. Natürlich mache ich das. Komme ich denn hier? So komme ich darüber. Und dann schmeißen wir den einfach dorthin, glaube ich. Lässt Gegenstände verschwinden und bringt Mondsteine zurück. Bringt Mondsteine zurück, wenn er im Raum der Wünsche angewandt wird. Ach, kann ich ihn nur im Raum der Wünsche benutzen? Dann hätte ich dafür, glaube ich, gern ein drittes Rad irgendwie. Ja, warte, so. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Das meint ihr mit, bringt Mondstein zurück. Ja, dann brauche ich dafür mein eigenes Rad. Namen steckt dieser Elf. Professor Weasley will. Herrje, meine alte Schultasche. Weitergehen. Ich war gewundert, wo sie hin ist. Und dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Dick finden? Ja, Professor. Professor Weasley wurde durch alte Erinnerungsstücke abgelenkt, die sie gefunden hat. Sie will, dass ich mich weiter umsehe und den Hauselfen Deeks suche. Rebellion. Was haben wir denn hier? Ist das ein Blatt Papier? Ah, ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hattest.
Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Ergebens T. Okay. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Als wenn ich hier Lärm gemacht hätte, oder was? So, aber ich werde mal, wo wir gerade dabei sind, in die Talente gehen. In die Haupttalente, denke ich. Und dann holen wir uns hier noch ein drittes Rad. Wie viele Punkte habe ich denn? 2? Ja, das hätte ich gerne. Was ist das hier unten noch? Erhöhen die alte Magieanzeige. Ach, ich hätte auch erstmal das hier nehmen können, natürlich. Aber ich habe jetzt halt das da oben genommen. Pech. Was? Zaubertreffer gegen Gegner in der Luft erhöhen die alte Magieanzeige stärker. Na, vielleicht will ich das hier. Das hört sich ganz gut an. Wäre bei den Zaubersprüchen noch was Spannendes dabei gewesen. Achso, die kann ich alle noch nicht, glaube ich. Ach, für den Raum der Wünsche hätte ich vielleicht 1-2 Skillpunkte aufheben sollen, ne? Das wäre clever gewesen, glaube ich. Ja, hier den Idurus-Trank hätte ich mir holen können. Den soll ich, glaube ich, sowieso holen, ne? Naja, egal. Wir schauen uns mal ein bisschen weiter um. So, Verschwindibus machen wir dahin. So rum geht das. Hup. Revelio. Akio. So, später kann ich die Teile halt schweben lassen und dann kann ich damit hier hochklettern, denke ich mir. Beziehungsweise ich kann die ausrichten, wie ich möchte. Na, so ist der nämlich zu weit weg, dachte ich, ist er aber gar nicht. Oh, gut. Hallo. Achso, erstmal Tee schlürfen hier. Rebellion. Okay. Klar, warum nicht? Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Du kannst aufhören, dich zu ducken, glaube ich. Welchen Eindringling? Wo Eindringling? Rebellion. Wertloser Haufen Blech. Oh wow. Da ist schon klar, warum der hier steht. Sieht doch schon viel besser aus. Ach, da hinten habe ich noch einen Sack übersehen.
Naja, da muss ich irgendwie es schaffen, drauf zu springen. Den will ich natürlich mitnehmen. Wo springt er denn immer dagegen? Da ist doch gar keine Ecke, wo er denkt, dass eine wäre. Ach, wisst ihr was? Wir machen das einfach ganz anders. Tada! So, komm mal mit. Levioso. Hä? Stell dich mal nicht an. Eine blaue Vieraugenbrille gefunden. Bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Da hat jemand Feedback dagelassen. Schön. Da oben. Wie soll ich denn da bitte hinkommen? Ja, aber ohne Quatsch, wie soll ich denn da hinkommen? Ich meine, ich würde da schon sehr gerne hin. Ich kann nicht diesen Block hier mitschleifen irgendwie, ne? Also ich könnte vielleicht schon, aber ich sehe das nicht ein. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Ich finde es auch frech von Professor Weasley, dass sie uns hier so alleine zurückgelassen hat. Ach, damit kann ich gar nichts tun. Revelio. Was war das? Was war was? Ich habe gerade woanders hingeguckt. War das ein goldener Schnatz? Ich habe es nur flattern hören. Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. vielleicht doch nicht. Ich finde die cool. Keramikmaske. Okay. Ach hier. Revelio. Ja, hier gibt's gar nichts. Ich dachte, ich würde jetzt hier irgendwie rankommen, dadurch. Ich will das Ding ja nicht verschwinden lassen. Ne, das war falsch. Dann levitiert es halt nicht hoch genug, ne? Noch ein bisschen, fällt die Truhe dann runter.
Nein, ich dachte, ich könnte jetzt. Da war schon der Interaktionsprompt. Ach, das Ding da drüben ist nur, damit ich wieder rauskomme. Ich glaube, ich soll hier eigentlich das andere hinbringen. Ja, ja, pass mal auf. Was sind dich da noch vielleicht? So, dann hier hoch, dann springen wir hier rüber. Dann springen wir nicht darüber, meine ich. Warum springen wir nicht darüber? Okay. Dann komm mal mit. Hier durch. Kommt er da nicht durch? Nee. Okay, gut. Also da brauche ich vielleicht noch so einen Drückzauber oder sowas für. Oh, what? Oder... Ich krabbel einfach hier so drüber. Nein! Ja gut. So, komm mal mit. Ne, ich will hier rein. Ich will hier rein. Da, hier, Mann. Ich dachte, ich könnte hier dann vielleicht drüber klettern damit. Ja, okay, da brauche ich vielleicht erst wirklich... Oh shit, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ne? Ach, ich kann das schieben? Ich kann das schieben? Wenn ich mir genug Mühe gebe... dazu bräuchte ich erst diesen anderen Levitationszauber. Welcher ist denn das? Der Wingardium oder? Oder ich schieb die Kiste einfach hier durch. Dauert natürlich jetzt einen kleinen Moment. Ich wusste nicht, dass man die so schieben kann. Interesting. Weil ich kann ja noch nicht diesen Drückzauber und den Rotationszauber und sowas. Die kann ich alle noch nicht. Die wären hier bestimmt super nützlich. Nee, so nicht. So aber auch nicht. Okay, interessant. Mann. Ah, so. Einmal hier hoch, danke. So genau, und dann will ich das hintere Ding haben. Ah, okay. Nein! Ich drück keinen Stick, ne, und er wechselt halt trotzdem. Das Ziel. Das nervt ein bisschen. Ja, okay, also das muss ich irgendwann anders machen. Das dauert jetzt zu lang. Genauso wie an diesen Sack da hinten. Macht das Musik? Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Aha.
Vorsicht! Hm? Oh, da sind sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deek, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deek hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deek. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deek kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deek, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deek sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Du hast deinen Schreibtisch der Beschreibungen freigeschaltet. Benutze ihn, um die magischen Eigenschaften aller nicht identifizierten Ausrüstungsgegenstände zu enthüllen, die du gesammelt hast. Soll ich mal? Nutze den Schreibtisch der Beschreibungen. Professor Weasley will, dass ich den Schreibtisch der Beschreibungen nutze, um verborgene magische Eigenschaften meiner Kleidung zu identifizieren. Ja, und wenn ich jetzt gar nichts dabei hätte... Ach, so einfach geht es. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Ja, dann schauen wir mal raus. Rein in die Ausrüstung. Handschuhe, die ich nicht tragen kann. Perfekt, die sind aber schlechter als das Zeug, das ich gerade trage. Das ist natürlich schade. So, eine Brille habe ich aber, die besser ist. Eine Vier-Augen-Brille und die Keramikmaske ist schlechter. Hut habe ich keinen neuen. Doch, ich muss doch hier noch so einen Mantel haben, ne? Den habe ich doch gerade identifiziert. Ein gegerbter Umhang. Hm. Ja. Wunderschön neutral ist er. Geziemende Schuluniform mit blauem Blazer. Das ist gar kein... Ach doch. So, hier habe ich nichts. Habe ich noch einen Schal oder sowas? Nö. Okay, gut. Wunderbar. Dann haben wir das. Ich sollte mit Professor Weasley sprechen und herausfinden, was ich als nächstes tun soll. Gute Idee. Aber kann ich jetzt eigentlich noch in diesen
unordentlichen Teil? Ich glaube nicht, ne? Das heißt, an diese Säcke und alles, was da war, komme ich jetzt gar nicht mehr ran. Das ist natürlich super schade. Warte mal, war hier was? Nee. Hier ist aber eine Flamme. Die aktiviert sich aber nicht. Ah, okay. Ah, warum? Ah, der ist schon cool. Könnte noch ein kleinen Tick heller sein. Aber schauen wir mal, was Professor Weasley zu sagen hat dazu. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Ein Beschwörungszauber. Dann schauen wir mal. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Beschwörungszauber. Ja. Das Ding ist, brauche ich nur für als Ressourcen nur Mondsteine oder gibt es noch was anderes? Beschwört Gegenstände aus dem Nichts, wenn im Raum der Wünsche gewirkt. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Wo will ich denn die Tränkestation vielleicht hier drüben, oder? Ne, hier in die Ecke. Mal sehen, wie das funktioniert. Zaubertränke, Kräuterkunde, Nutzen. Achso, hier habe ich erstmal Kategorien. Wandbehänge, Kunstwerke, Dekoration, Möbel, Teppiche, Sitzmöbel, Tische, Statuen. Dekoration der Saison. Eine kleine wissenschaftliche Tränkestation mit einem Brenner zum Brauen von Tränken. Okay, kostet nur 2 Mondstein. Eine kleine botanische Tränkestation mit einem Brenner. Okay, kann ich die auch größer sehen? Kleine eklektische Tränkestation. Kleine gotische Tränkestation. Welche sieht denn schön aus? Hier diese botanische. Ich glaube, ich will die hier. Achso, ich kann mir die jetzt hier nochmal angucken. Ah, okay. Nein. Vielleicht. Nee. Ja, warum nicht? Achso, und jetzt laufe ich hier einfach, stell die an die Wand ran. Ich kann die Farbe ändern. Ich kann die Farbe... Standardfarbe reicht mir eigentlich. Was ist denn das Anschauungsmaterial? Ach so.
Und schon habe ich eine Tränkestation. So, und dann soll ich noch einen Pflanztisch irgendwie machen. Wo kommt denn der hin? Mitten in den Raum? Mitten in den Raum ist eigentlich auch blöd, ne? Wir gucken mal, wie groß der wird. Wissenschaftlicher Pflanztisch mit Kleimtopf. Okay, die haben alle einen Kleimtopf. So, wir schauen die uns mal an. Ich glaube, hier so ein schöner Holztisch gefällt mir. Okay, super viel Farbauswahl gibt es jetzt nicht. Ich glaube, ich nehme Standard. So, und wo schmeiße ich das Ding jetzt hin? Kann ich das drehen? Nee, der guckt wahrscheinlich schon mit der richtigen Seite zu mir, oder? Ich will den eigentlich mehr so... Oh, wie kann ich den denn drehen? Ich würde mit der Seite nach vorne haben, nämlich. Ach so, hier mit LB und LR. Okay. Und dann kann ich den hier so quasi andocken. Hier wird es ja noch mehr Pflanztische geben. Ja, gut, ich schmeiße mal dahin. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Deke wird Ihnen bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Können Sie mir mehr über Deke sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deke hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen, glauben Sie mir. Okay, gut zu wissen. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Na, so ein Glück. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Ja. Der Raum der Wünsche abgeschlossen. So, schauen wir mal. War das? Ach ja, das war ein Haupt. Der Raum der Wünsche. Der war Nesco, kann ich noch nicht. Ach doch, klar, das ist der Verschwindezauber. Professor Weasley und ein Hauself namens Deke haben mir den Raum der Wünsche gezeigt und mir geholfen, ihn mir zu eigen zu machen. Ich kann ihn jetzt benutzen, wie ich möchte. Innendekoration. Sprich mit Professor Weasley. Zauberanweisungen bekomme ich und einen Änderungszauber. Okay. Ich glaube, damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal. Ich würde gerne... Aha. Etwas Pflanzen. Diptam, Malvenkraut. Habe ich Malvenkraut? Nee. Dann machen wir erstmal Diptam. Du kannst dieser Pflanze Dünger hinzufügen, um ihren Ertrag zu erhöhen. Du kannst Dünger herstellen, indem du einen Dungkomposter beschwörst. Habe ich noch nicht. Wenn Sie kurz
So, was kann ich denn für Tränke brauen? Ein Mega-Power-Trank, dafür habe ich auch alles. Den Edurus-Trank, dafür brauche ich Eier einer Erschwinderin. Habe ich noch nicht. Okay, gut zu wissen. Da muss ich irgendwann nochmal ran. Aber diese gelben Klumpen habe ich schon voll oft gesehen, glaube ich. So Mega-Power-Tränke habe ich, glaube ich, mehr als genug. Ja, aber das ist schon hübsch. Wir machen einfach hier beim nächsten Mal weiter. Gucken uns dann hier an, was wir brauen können, beziehungsweise was wir noch für Zauber lernen können und so weiter und so fort. Und was wir hier noch rein basteln können, lustiges. Aber ich denke, dieser Raum wird mir irgendwann zu klein werden. Wenn ich mir überlege, ich möchte ganz viele Pflanzen anbauen oder so, ich bräuchte dann noch ein Gewächshaus. Noch eine Etage obendrauf, irgendwas. Ja, müssen wir mal schauen. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.